Ein Bleiwürfel wiegt 2,8 Newton. Im Wasser getaucht verliert er 0,25 Newton an Gewicht. Wie groß ist die Dichte von Blei? Dieser Bleiwürfel wiegt 2,8 Newton. Im Wasser wiegt er 0,25 Newton weniger, was also bedeutet, dass der archimedische Auftrieb diesen 0,25 Newton entspricht. Was wir suchen, ist die Dichte von Blei und diese Dichte drücken wir aus in Kilogramm pro Kubikmeter. Um diese Dichte herauszufinden, nutzen wir diese drei Formeln und nehmen als Wert für den Gewichtsfaktor klein g 9,81 Newton pro Kilogramm. Beginnen wir mit dieser Formel, die besagt, dass die Dichte von Blei gleich ist zur Masse von diesem Bleiwürfel geteilt durch das Volumen dieses Würfels. Durch die zweite Formel wissen wir, dass das Gewicht vom Blei gleich ist zur Masse vom Blei mal den Gewichtsfaktor klein g. Und daraus schließen wir, dass die Masse vom Blei gleich ist zum Gewicht vom Blei geteilt durch klein g. Aus diesen zwei Gleichheiten schließen wir, dass die Dichte von Blei gleich ist zum Gewicht von diesem Blei geteilt durch Gewichtsfaktor klein g mal das Volumen von diesem Würfel. Nennen wir diese Gleichheit Gleichheit 1. Die erste Formel besagt, dass der archimedische Auftrieb mit dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeit übereinstimmt. Und die zweite Formel besagt, dass wir das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit berechnen können als Produkt der Masse von der verdrängten Flüssigkeit und dem Gewichtsfaktor klein g. Daraus schließen wir, dass die Masse der verdrängten Flüssigkeit gleich ist zum archimedischen Auftrieb geteilt durch g. Durch diese Formel wissen wir auch, dass die Dichte der verdrängten Flüssigkeit gleich ist zur Masse der verdrängten Flüssigkeit geteilt durch das Volumen der verdrängten Flüssigkeit, das heißt das Volumen V von diesem Würfel. Daraus schließen wir, dass das Volumen V gleich sein muss zu Masse der verdrängten Flüssigkeit geteilt durch die Dichte der verdrängten Flüssigkeit. Und aus diesen zwei Gleichheiten können wir schließen, dass das Volumen gleich ist zum archimedischen Auftrieb geteilt durch klein g, das ist dieser Wort, und das Ganze wird dann noch geteilt durch die Dichte der verdrängten Flüssigkeit, das heißt, dass diese Dichte im Nenner multipliziert. Aus diesen zwei Gleichheiten 1 und 2 können wir schließen, dass die Dichte vom Blei gleich ist zu diesem Bruch Gewicht vom Blei geteilt durch klein g, der Bruch steht hier, und das Ganze muss dann noch geteilt werden durch v, das heißt durch diesen Bruch geteilt werden, also mit dem Kehrwert von diesem Bruch multipliziert werden. Somit finden wir für Dichte von Blei dieses Produkt. Das können wir noch durch klein g kürzen. Hier drin ersetzen wir diese Größen durch die bekannten Werte, das heißt das Gewicht vom Blei, das ist 2,8 Newton, die Dichte der verdrängten Flüssigkeit, das sind 1000 Kilogramm pro Kubikmeter, da die Flüssigkeit ja Wasser ist. Und das Ganze wird geteilt durch den archimedischen Auftrieb von 0,25 Newton. Und somit finden wir als Bleidichte
11.200 Kilogramm pro Kubikmeter. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die Bleidichte beträgt 11.200 Kilogramm pro Kubikmeter.